إن شاء الله ماما فايتا بإذن تعالى متأنم تيما بارك الله فيكم أبا غوندلاجة هم فيها إبا غوندلاجة فون أهل السنة بتسجلش كاركتر جشبوخن بنيمن نوكي دن تنشبخيش فيها بديز تيما منهجو أهل السنة في السلوك والأخلاق دي ميتودك فون أهل السنة بتزيغليش فهالتن und بنيمن فهالتن und بنيمن بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا Als Wiederholung, wenn ihr euch erinnert, haben gesagt, die Religion des Islam hat vier Säulen oder vier Hauptsäulen. Jede Religion hat diese vier Hauptsäulen. Jede Religion. Auch unsere Religion hat das. Und zwar, erstmal, barakallahu fikum, die Überzeugung, da sagt man heute Glaube, Überzeugungsgrundlagen. Man sagt Glaube, ihr kennt meine Meinung schon zu Wort Glaube. Ich bin nicht so viel, nicht Freund von dem Wort Glaube. Warum? Weil heute Glaube so definiert wird. Etwas, was du nicht weißt, dann glaubst du. Wenn du Zweifel hast, dann glaubst du. In unserer Religion, du darfst nur glauben, wenn du weißt, Und du darfst keinen Zweifel an dein Glauben haben. Das ist der Unterschied. Wenn ich zweifle, wenn ich Existenz Allah zweifle, dann wie kann ich verinnerlichen, dass Allah existiert? Das ist klar. Überzeugungsgrundlagen. Dann barakallahu fikum. Verhalten. Verhaltensgrundlagen. Dann Normenlehre. Und Methodik der Religion. Oder sagen wir Methodik, Grundlagen der Religion, Normenlehre, Grundlagen der Normenlehre der Religion. Das sind die vier Hauptthemen, die eine Religion machen. Können Sie mir bitte noch einen Hocker holen? Ja. Kommst du von hier? Das tut weh. Das ist nicht. Geht? Naja, inshallah. Okay. Besser so. Barakallahu fikum, zakum la khairan. Passt auf. Alle Propheten kamen mit den gleichen her. Überzeugungsgrundlagen und Verhaltensgrundlagen. Alle. Und das ist Islam allgemein. Deshalb, wenn wir sagen, Moses war Muslim, Jesus war Muslim, Abraham war Muslim, Salawatu Rabbi wa Salamu alayhim, da meinen wir hier, sie haben sich ergeben, das bedeutet Allah, und sie haben die gleichen Grundlagen von Akhlaq, von Charakter und Benehmen gehabt. Aber wo war der Unterschied zwischen den Propheten? Das war in Normenlehre und in Methodik, wie man die Religion praktiziert. Und hier macht eine Lehre. Aber das das letzte und entwickelteste und vollendeste ist im Islam insgesamt. Und das ist die Religion von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Deshalb, wenn wir über die Grundlagen des Verhaltens, Entschuldigung,
und Benehmen. Wir nennen das Achlak. Wenn wir hier sprechen, dann ist das eine Sache der Religion. Nicht, dass man denkt, ja, Achlak sind nicht so wichtig und so weiter. Und das heißt nicht, dass wir hundertprozentig gutes Benehmen haben oder gutes Verhalten haben. Es kann sein, dass wir Fehler haben, das ist, jeder macht Fehler. Aber das heißt nicht, dass wir das nicht lernen, um das zu praktizieren, was Barakallahu fikum al-Akhlaq sind oder Verhalten. Verhalten ist bei Ahl-Sunnati wa al-Jama'a. Das wird bei den Muslimen überhaupt Barakallahu fikum. Und hier, Jazakumullah khairan und Barakallahu fikum, zwei Punkte. Die sind wichtig. Zwei Punkte. Allah sagt, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ihr seid die beste Gemeinschaft, die Allah subhanahu wa ta'ala unter den Menschen erweckt hat. Das wird die Muslime. Die sind die beste Gemeinschaft mit einer Bedingung. Wenn die Muslime das Gute gebieten, das Schlechte untersagen und wenn sie an Allah oder von Allah richtig überzeugt sind. Der zweite Punkt ist, diese Umma, diese Nation, die Muslime, die werden am letzten Tag Zeuge sein für die anderen Propheten. Überleg dir. Am letzten Tag stehen die Leute vor Allah. An einem langen Tag. An einem schweren Tag. Die Leute stehen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala lässt jede Umma, jede Nation kommen mit einem Propheten oder Führer dieser Nation. Und das kommen dann die Muslime auch, unser Prophet ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann kommen die Leute von Nuh alaihi salam, die Leute von Ibrahim alaihi salam und so weiter. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu Nuh, O Nuh, hast du verkündigt? Hast du die Botschaft verkündigt? Nuh alaihi salam sagt, ja, O Allah, ich habe das gemacht. Allah sagt seinem Volk, Volk von Nuh, 950 Jahre. Hat Nuh euch verkündigt? Hat Nuh alaihi salam euch gesagt, was ich von euch wollte? Die sagen nein. Nein. Weil die wissen, wenn sie ja sagen, da werden sie eine schmerzhafte Strafe bekommen. Deshalb leugnen sie, sagen nein. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, O Nuh, wer bezeugt für dich heute? Der sagt, Muhammad wa ummatu Muhammad. Sei froh, von dieser Nation zu sein, dass du die beste Nation hast, laut Koran, wenn natürlich, wenn das Gute geboten wird und das Schlechte verboten wird und dass man an Allah richtig glaubt islamischer Sinn. Und dass du am letzten Tag bezeugst für die anderen Propheten, dass sie die Wahrheit verkündigt haben. Und die Muslime werden, insha'Allah, zwei Drittel der Leute des Paradieses sein. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Diese Nation, die den richtigen Iman, die richtigen Glaubensgrundsätze hat, diese Nation, die die beste ist, diese Nation, die für die anderen Propheten bezeugen wird, diese Nation, die zwei Drittel ins Paradies kommen werden, diese Nation muss Benehmen haben. Und dieses Benehmen muss das Beste sein, damit man sagt, das sind die Leute, die uns befreien. Wisst ihr, dass die Spanier für die Muslime damals gekämpft haben gegen ihre Könige? Wisst ihr, dass in vielen Ländern die Muslime haben Hilferufe
bekommen, damit sie die Menschen befreien können, weil die Menschen als Sklaven behandelt worden waren. Das war Barakallahu fikum wa jazakum Allah khairan in der Geschichte. Und deshalb, diese Nation muss dieses Benehmen haben, was wir im Koran und Sunna haben. Es kann sein, dass du Wissen hast. Es kann sein, dass du auch Glaubensgrundsätze richtig hast. Aber wenn du dich nicht richtig verhältst und wenn du kein Benehmen hast, glaub mir, die Leute wollen mit dir nicht reden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es kam zu ihm ein Mann, der hat gesagt, ich möchte rein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, bi'sa akhul ashira. Schlechter Mann, wie schlechter Mann ist dieser Mann von seinem Volk. Sagte, lass ihn rein. Als er reinkam, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gelächelt und hat mit ihm höflich gesprochen. Da sagte Aisha, o Gesandter Allahs, als er kam, um reinzukommen, da hast du gesagt, bi'sa akhul ashira, das ist ein schlechter Mensch. Und als er reinkam, du hast ihn so mit Freude empfangen. Der hat gesagt, o Aisha, der Schlimmste unter den Leuten ist derjenige. Die Leute fürchten ihn wegen seiner schlechten Zunge. Wegen seines schlechtes Benehmens. Und deshalb, barakallahu fikum, sagum lachen, Benehmen ist sehr wichtig in unserer Religion. Und das erste Benehmen, barakallahu fikum, was Ahl Sunnah wal Jama'a haben, ist, dass sie gutes Verhalten zu Allah pflegen. Ja. Dein Verhalten zu deinem Schöpfer muss erstmal gut sein. Manche Leute stellen uns die Frage, sagen, ja, ihr sagt, es gibt Leute, die waren gut, aber trotzdem diese Leute, die werden nicht Gewinner sein am letzten Tag. Wieso? Aber die waren gut. Wir sagen ihnen, ja, gut zu sein hat verschiedene Stufen. Aber wir können das anhand zwei Stufen sagen. Gut zu Allah, zu deinem Schöpfer, der dir alles gegeben hat, und gut zu den Geschöpfen. Gut zu Schöpfer und gut zu Geschöpfen. Ja, das stimmt. Es gibt Leute, die gut zu Geschöpfen sind. Aber sind sie gut zu Allah? Haben sie das richtige Verhalten zu Allah? Nein, dann haben diese Leute verloren. Weil das am wichtigsten erstmal ist, dass du gut zu Allah bist. Und übrigens, wer gut zu Allah ist, dann ist er automatisch gut zu den Geschöpfen. Aber wer gut zu Geschöpfen ist, ist nicht automatisch gut zu Allah. Das ist eine Regel in unserer Religion. Das heißt, erstmal, du musst deine Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala pflegen, dein Verhalten zu Allah pflegen. Wie pflege ich mein Verhalten zu Allah? Erstmal die Wahrheit anerkennen. Allah allein und einzig anbeten. Allah fürchten. Was wird fürchten? Das Gute tun, das Schlechte meiden. Tust du das Gute, meidest du das Schlechte, dann fürchtest du Allah. Dann die Pflichten praktizieren. Verbotene meiden. Allah erwähnen. Subhanahu wa ta'ala. Bittgebet machen. Und da gibt es noch sehr viele. Das wird aber allgemein
dann verhalten zu Allah ist Tauhid. Zu leben. Das ist. Bist du so? Dann hast du dein gutes Verhalten zu Allah subhanahu wa ta'ala. Dann hast du das richtige Benehmen mit Allah subhanahu wa ta'ala. Yarhamukallah. Dann barakallahu fikum. Zweiter Punkt. Verhalten zum Propheten. Wie sollte unser Verhalten zu Propheten sein? Ihn bestätigen. Ihn lieben. Folgen. Was er verbot, meiden. Wenn er erwähnt wird, sein Name, dann sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sagen, das wird ihm Heil und Segen schenken, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Weil der Prophet sallallahu alayhi wa sallam sagte, der Geizige ist derjenige, der meinen Namen hört und der schenkt mir kein Salah. Ja. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Ja. Das heißt, insgesamt Allah anbeten wie der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam uns gezeigt hat oder erklärt hat und so weiter. Das ist das Verhalten zu unserem Propheten. Das ist Grundlage für uns. Dann hast du dein Verhalten zu Sahaba und ihre Erben. Wer sind die Erben? Die Ulama von den verschiedenen Generationen. Zu Sahaba, zu Gefährten von unserem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, du musst sie lieben. Lieben. Wenn du von ihnen denkst, dann machst du für sie Bittgebet. Weil diese Leute die Besten waren. Ohne die Sahaba, was wären wir jetzt? Oder ohne, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Sahaba gegeben hat, was wären wir jetzt? Man redet nicht über die Probleme, die sie untereinander gehabt haben. Und da sollte man immer im Kopf das haben, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Der sagt, Allah, Allah, fi ashabi. Allah, Allah, bezüglich meiner Gefährten. Wer sie liebt, la tattakhidhuhum ba'di gharada. Das nimmt sie nicht nach mir als Ziel. Damit sie gegen sie schimpft oder mit ihnen schimpft oder über sie schlecht redet. Derjenige, der sie liebt, der liebt sie, weil er mich liebt. Und derjenige, der sie hasst, der hasst sie, weil er mich hasst. Und derjenige, der sie stört, stört mich. Und derjenige, der mich stört, stört Allah. Und Allah wird ihn vernichten. Ja. So ist unser Verhalten zu Sahaba, Radwanallah alayhim. Das sind die besten Leute. Wer ist wie diese Leute, Radwanallah alayhim? Und damit ihr wisst etwas nebenbei, ja? Zur Zeit von Ali ibn Abi Talib. Passt auf. Zu Ali ibn Abi Talib. Jeder Werker, Handwerker, sollte Garantie geben für sein Handwerk. Diese Garantiegeschichte, was heute ist, das haben wir gehabt schon. Haben wir schon gehabt. Umar ibn al-Khattab, radwanallah alayhi, zu seiner Zeit, hat jedem Sahabi, Muhajir, das wird von Mekka, der hat ihm 4000 Dirham gegeben. Ja, das war bei uns. Jedes Kind, jedes Baby, das im Islam geboren war, hat von Umar ibn al-Khattab
Geld bekommen, damit er erzogen wird. Kindergeld, Erziehungsgeld haben wir gehabt. Ja? Und schaut mal die Gerechtigkeit von Umar radhiyallahu alayhi. Schaut mal die Gerechtigkeit. Umar radhiyallahu alayhi hat jedem Muhajir, das bedeutet Auswanderer von Mekka nach Medina, der hat ihm 4000 Dirham gegeben. Seinem Sohn Abdullah bin Umar hat er ihm 3500 gegeben. Seinem Sohn 3500. Die Leute haben gesagt, oh Umar, subhanallah, warum machst du das? Der hat gesagt, ja, mein Sohn habe ich selber gebracht. Er ist nicht allein ausgewandert. Deshalb er ist nicht wie die anderen Auswanderer, die selber das gemacht haben. Deshalb bekommt er weniger. Das ist unsere Religion. Aber das ist unser Fall. Zu diesen Leuten, subhanallah. Abu Bakr, der war Khalif und der ging auf der Straße am ersten Tag, nachdem Khalif geworden ist, Oberhaupt der Muslime. Und der nimmt seine Sachen, der geht zum Markt. Die Leute sagen, sie sehen Abu Bakr, sagen, was ist los, Abu Bakr? Der sagt, ja, ich gehe arbeiten, damit meine Familie etwas bekommt. Sag ihm, du bist Khalif der Muslime, du gehst arbeiten, du bleibst, du bekommst alles vom Haus des Geldes für die Muslime. Du beschäftigst, du sollst dich kümmern um die Muslime. So waren diese Leute. Und unser Verhalten zu ihnen ist, wenn wir diese Namen hören, dann sollten wir Respekt haben, sollten wir Liebe spüren. Aber a'udhu billah, dass man die Sahaba heute hört und dass man Hass spürt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Dann unser Verhalten zu Ulama, zu den wissenden Ulama. Wie ist unser Verhalten zu Ulama? Diese Ulama, das bedeutet die wissenden, Gelehrten, Großgelehrten. Unser Verhalten zu ihnen ist so, dass wir wissen, dass diese Leute die Erbe von Propheten sallallahu alaihi wasallam tragen. Und das ist das Wissen. Deshalb, diese Leute werden respektiert. Wenn einer von ihnen Fehler macht, dann wird sozusagen den Fehler gezeigt, aber nicht gegen ihn gehetzt. Die Ulama, die vertrauenswürdig sind, die Allah fürchten, die Ulama, die den Leuten das Gute beibringen. Al-Hassan sagte, ohne Ulama werden die Leute wie die Tiere. Ohne Gelehrten, Großgelehrten werden die Leute wie Tiere, weil jeder nach seinem Kopf handeln wird. Diese Ulama, Allah subhanahu wa ta'ala hat sie im Koran gelobt. Shahid Allahu annahu la ilaha illahu. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah bezeugt. La ilaha illahu. Kein Ilah außer Allah. Wa ulul ilm. Und diejenigen, wal malaika, die Engel, وَأُولُ الْعِلْمِ und die Leute, die das Wissen tragen. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie gelobt. إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ. Wahrlich, diejenigen, die Allah fürchten, sind die Wissenden. Deshalb unser Verhalten zu ihnen ist, dass wir sie mögen und sie lieben und sie verteidigen und ihnen folgen mit Beweisen von Koran und Sunnah, sie zu Rat zu ziehen. Wenn wir Probleme haben und die sehen etwas, was wir nicht sehen und die sagen etwas, was wir nicht manchmal nicht verstehen und die Leute sagen, wenn die Fitna kommt, bevor, wenn die Versuchungen und die Probleme kommen, bevor sie eintreffen, sehen die Ulama diese Fitnen. Aber wenn sie eintreffen, dann sehen alle Leute. Und wir haben in jeder Zeit vertrauenswürdige Ulama gehabt. Und diese haben immer die Religion getragen. Und immer haben sie den Leuten das Gute beigebracht. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns diese Leute gegeben, damit die Religion rein bleibt. Damit sie die Religion verteidigen. Damit sie die Religion filtern. Damit sie die Reinheit der Religion haben. Das sind die Ulama. Unser Verhalten zu ihnen ist mit Respekt. Die Gelehrten sagen, wenn ein Alim, wenn er kommt, dann bekommt er, verdient er, extra begrüßt zu werden als die anderen. Der verdient bestimmte Themen, die anderen verdienen das nicht. Und die Sahaba haben das uns gezeigt, wie sie mit ihren Gelehrten umgegangen sind und mit den anderen Leuten. Aber wo sind die Ulama heute? Wo sind die Wissenden heute hier? YouTube, zwei Vorträge, dann bist du.
Nee, drei, das ist viel, Achi. Dann ist man Großgelehrter. Gelehrter zwei. Ab drei Videos in YouTube, Großgelehrter. Ja? Und es gibt von Allah manche, du sagst solche Wörter, die denken, das stimmt. Wallah al-Azim, die denken, das stimmt. Einmal habe ich so gesagt, ich habe gesagt, danke Bild-Zeitung, dass sie für uns Muslime Da'wa machen. Dann hat ein Dummkopf geschrieben im Internet, schaut mal, der lobt Bild-Zeitung. Und ich, was du Kopf? Mein jedes Kind versteht, was damit gemeint wird. Aber manche Leute, subhanallah, wenn er nicht findet, dann a'udhu billah. Ulama sind für uns diese Perlen. Sind Perlen. Und Allah, der Prophet sagte, Allah nimmt nicht das Wissen, indem Allah subhanahu wa ta'ala das wegnimmt von Herzen der Leute. Nein, 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 nein. Allah nimmt das Wissen weg, indem die Ulama sterben. Und wenn es kein Ulama, keine Großgelehrten mehr gibt, dann nehmen die Leute sich Köpfe, die unwissend sind. Ja? Und die werden gefolgt und gefragt. Und da geben sie Fatwa ohne Wissen. Sie gehen irre und sie lassen die anderen auch in die Irre gehen. Das ist unsere Situation heute. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Dann barakallahu fikum. Verhalten zu unseren, zu Muslimen. Ich will jetzt nicht alles erzählen, barakallahu fikum, dass wir zu Vater und Mutter und sowas, weil das alles gehört dazu, wie du zu Vater sein sollst, zu Mutter, zu deinem, aber allgemein zu Muslimen. Wie ist mein Verhalten? Wie ist mein Benehmen zu Muslimen? Erstmal Barmherzigkeit, Brüderlichkeit, Geschwisterlichkeit. Drittens, dass man sich kümmert um seine Brüder, seine Schwestern, so viel du kannst, so viel du kannst. Du sollst diese Leute sehen als wichtiger als deine Brüder und Schwestern in Verwandtschaft oder im Blut. Al-Ikha'u bayn al-Muhajirin wal-Ansar, Allahu Akbar. Schaut mal, Barakallahu fikum, sagt Allah khairan. Der Prophet, als er in Medina ankam, er hat die Moschee gebaut, sallallahu alaihi wasallam, und dann das Weite, wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat gesagt, jeder von Mekka, von den Auswanderern, der nimmt sich einen Bruder von Al-Ansar, von den Leuten aus Medina. Und jeder hat sich einen Bruder genommen. Und dann, am Anfang war die Sache so, derjenige, der vor ihnen stirbt, der andere nimmt seine Erbe. Yarhamukallah. Der nimmt seine Erbe. Die sind nicht verwandt. Weil das in unserer Religion so ist. Die Brüderlichkeit im Islam stärker ist als die Brüderschaft im Blut. Es kann sein, dass du vielleicht einen Bruder oder einen Vater oder eine Mutter hast, die sind keine Muslime. Aber dein Bruder im Islam. Und wir Muslime, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wir haben keinen Nationalismus. Und wir haben keinen Nationalstolz. Ist mir egal, ob du Araber bist, oder Türke bist, oder Kurde, oder Iraner, oder Perser, oder Pakistaner, oder Afghaner, oder Malaysia, oder Mongolia, oder Wakwaka. Ja, oder Marokka. Egal. Leider. Leider. Heute sehen wir das unter Muslimen. Die sind nationalistisch geworden. Ramadan ist bald. Auch Ramadan ist Nationalismus geworden. Gebet ist Nationalismus geworden. Moscheen sind Nationalismus geworden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Im Islam haben wir keinen Nationalismus. Der angesehenste von euch ist der Gottesfürchtigste. Hast du Furcht? Hast du Wissen? Praktizierst du den Islam? Wir haben nicht schwarz und weiß und gelb und rot in unserer Religion. Inna akramakum indallahi atqakum. Nicht der Reichste und so weiter. Und deshalb unser Verhalten zu Muslimen ist diese Brüderlichkeit. Du kümmerst dich um deinen Bruder. Du sagst ihm, was für ihn wichtig ist und was für ihn falsch ist. Wenn du von ihm was Gutes sagst, du sagst ihm, möge Allah das segnen. Wenn du von ihm was Schlechtes sagst, dann sagst du ihm, halt, stopp, falsch. Auch manchmal öffentlich. Auch öffentlich, manchmal. Die Regel ist, nicht
aber manchmal auch öffentlich, damit er wach wird, damit er nicht weiter schlecht macht. Die Muhajirin Ansar, wisst ihr, was die Ansar gesagt haben? Die haben gesagt, oh Prophet, wir haben doch diese Palmenfelder. Wir geben unser, bitte, teile die Felder zwischen uns und unseren Brüdern aus Mekka. Die sollen das nehmen, die Hälfte davon. Der Prophet sagte, nein. Wieso? Das ist euer Vermögen. Er sagte aber, sie arbeiten bei euch. Und am Ende teilt ihr die Gewinne bei Ernten. Sa'd ibn Rabi' Radwanallah alayhi. Sa'd ibn Rabi' Radwanallah alayhi. Übrigens, wir können auch gute Geschichten erzählen, ja? Sa'd ibn Rabi' Barakallahu fikum, Jazakumullah khairan, war Bruder von Abdurrahman ibn Auf. Der hat ihm gesagt, schau mal, ich habe zwei Frauen und zwei Häuser. Zwei Frauen, zwei Häuser. Ich gebe dir ein Haus und wenn du willst, ich lass mich von einer Frau scheiden und wenn sie will, dann kannst du sie als Ehefrau nehmen. Ja, wer macht sowas? Ja, schaut mal aber die Antwort jetzt. Das ist jetzt schön. Viele Leute, die stoppen hier. Die zählen Geschichte, stoppen hier. Dann weiter erzählen. Nur weiter. Der hat ihm gesagt, möge Allah dein Vermögen und deine Familie segnen. Zeig mir den Markt. Ich will arbeiten. Und der ist gegangen, der hat gearbeitet und später hat er eine Frau geheiratet. Er hat ihr ein Nawa von Zahab gegeben. Der hat dieses Gold, Goldmenge, große Goldmenge gegeben und er hat sie geheiratet. Das ist unser Verhalten zueinander. Dass wir uns freuen, wenn wir einen Bruder sehen, der ist gut geworden, wenn wir ein etwas von Muslimen sehen. Wir freuen uns, Wallah. Aber ich werde mich nicht freuen, wenn eine Muslima Deutschland sucht Supermodel gewinnt, ja? Wallah, ich werde mich nicht freuen. Oder weil ein Fußballer ein Tor geschossen hat. Warum soll ich mich freuen? Aber ich freue mich, wenn ich höre, dass ein Muslim, der seine Religion praktiziert, Alhamdulillah, etwas zum Beispiel entdeckt hat in Medizin. Der hat etwas gemacht. Oder ein Muslim, der den Islam angenommen hat, der hat angefangen, den Islam zu studieren, zu lernen. Und ich höre, dass ein zum Beispiel konvertiert, der hat den Koran auswendig gelernt. Wallahi, das ist eine große Freude. Für mich. Wenn ich einen Bruder sehe, der hat Vermögen und der hat Geld, ich sage, möge Allah das segnen. Aber heute, nein. Wenn du einen Bruder siehst, der hat ein bisschen Geld, da sagt man, ah, bestimmt. Bestimmt. Bestimmt hat er krumme Geschäfte. Lachul Allah, freu dich für ihn. Das ist dein Bruder. Nein. Deshalb, das sind bestimmte, barakallahu fikum, Grundlagen jetzt des Verhaltens. Aber allgemein jetzt rede ich jetzt in einer anderen Schiene, barakallahu fikum, sakum lachem. Zu Verhalten, zu Benehmen, Grundlagen gehört erstmal bei uns Muslime, al-amru bil-ma'rufi wal-nahyu anil-munkar. Das Gute gebieten, das Schlechte verbieten. Der Prophet ﷺ sagte, wer von euch etwas übel gesehen hat, der soll das mit der Hand ändern. Wenn er kann, wenn er fähig ist. Wenn er das nicht kann, dann mit der Zunge. Wenn er nicht kann, dann mit dem Herzen. Und das ist das Mindeste von Iman. Ja. Was bedeutet jetzt mit der Hand? Angenommen. Wir gehen jetzt raus. Wir sehen einen Penner, der hat eine Alkoholflasche und der nimmt die Drogen. Ist das Munkar oder nicht? Können wir ihn schlagen? Ich meine, können wir von können? Ja, sollen wir ihn schlagen? Na, das ist Amr Ma'ruf. Weil die Leute, es gibt Leute, die sowas den Muslimen beibringen wollen. Siehst du etwas Schlechtes? Mach, yalla, du bist fähig, okay. Mashallah, unser Bruder ist Meister. Der kann in Tack einen Schlag machen. Chalas, fertig. Ja, das ist die Sache, versteht ihr? A'udhu billah. Es gibt hier Amr al-Ma'ruf nahi al-Munkar. Es gibt Regeln in unserer Religion. Erstmal,
Wenn du das Gute gebietest, das Schlechte verbietest, du musst erstmal Wissen drüber haben. Zweitens, du musst können. Du musst fähig sein. Drittens, das hängt von Situation, das hängt von der Lage. Es gibt bestimmte Themen. Du kannst dich, zum Beispiel jetzt eine Person macht Sinn, sagst du ihm, komm, wir peitschen dich. Das war Allah. Wer bist du damit, du peitsch? Deshalb sagt man, ja, aber der Prophet hat bestimmte Sachen erlaubt. Der ist der Prophet. Und deshalb, als Abu Bakr, das ist bei An-Nasa'i, als Abu Bakr beschimpft worden ist, jemand sagt, ich werde mit ihm das machen. Der Abu Bakr sagt ihm, das ist nur für den Propheten, das nicht für uns. Deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Erstmal, dass man muss Wissen haben. Zweitens, man muss fähig sein. Drittens, das muss man die Lage und sowas alles betrachten. Viertens, das Ändern, das Schlechte und das Gute gebieten, sollte nicht zu etwas Schlimmeres führen. Jetzt zum Beispiel, du siehst eine Person, der trinkt Alkohol. Du sagst ihm, trink keinen Alkohol, der beschimpft Allah. Sagst du ihm nicht. Sheikh al-Islam Taymiyyah war mit seinen Schülern. Die kamen vorbei an eine Gruppe von Tataren damals. Die waren in muslimischen Ländern, von Genghis Khan. Die haben Alkohol getrunken. Die haben ihm gesagt, die behaupten, dass sie Muslime sind. Sag ihnen was. Der sagt ihnen, lass sie. Dann sagt, die trinken doch Alkohol und so weiter. Der sagt, lass sie betrunken bleiben. Weil wenn die wach werden die Muslime schlachten. Die werden die Muslime töten. Lieber so bleiben, als die Muslime töten. Weil er weiß. Weil er versteht. Ja, wo ist der Beweis dafür? Subhanallah. Es gibt bestimmte Themen, du brauchst dafür keinen Beweis. Okay, wo ist der Beweis, dass du Metall nicht essen darfst? Bitte schön. Sag mir im Koran und Sunna. Yalla, bitte schön. Ja. Oder sag mir den Beweis, dass du zum Beispiel nicht Glaswolle isst. Sag mal, schädlich. Ja, schädlich. Wo ist der Beweis für Glaswolle? Sag la hawla wa la quwwata illa billah. Es gibt bestimmte Sachen, die ein Muslim verstehen muss. Deshalb bestimmte Themen bei Al-Amr, Ma'ruf, Nahi, Munkar, die sind nicht für uns. Die sind für Oberhaupt der Muslime, für einen Richter. Und nicht für jeden, wenn du auch fähig bist, bei bestimmten Themen nicht. Al-Imam Ahmed wurde verboten, dass er Fatwa gibt. Und er wurde ins Gefängnis gesteckt, und er wurde geschlagen, und er wurde gefoltert. Wieso hat er nicht rebelliert gegen Al-Ma'mun, obwohl Al-Ma'mun gesagt hat, bi-Khalq al-Quran, der Koran wäre, und Imam Ahmed sagt, wer sagt, der Koran wäre geschöpft, ist kein Muslim. So, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb, barakallahu fikum, Ahlus Sunnah wal Jama'ah, die haben bei Al-Amr al-Ma'ruf wa Nahi al-Munkar, erstmal die sagen, Nasiha, erstmal geben. Ar-Rifq, Weichheit. Und erstmal den Leuten klar machen, dass sie falsch machen. Erklären, aufklären, Geduld zeigen. Weil wenn du etwas änderst und das führt zu Schlimmeren, dann nein! Bleib so. Beispiel von der Sunna. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, O Aisha, Wallahi, wären deine Leute nicht neu im Islam, hätte ich Al-Kaaba abgebaut. Und hätte ich Al-Kaaba so gebaut wie Ibrahim a.s. Und ich hätte für Al-Kaaba zwei Türe gemacht. Ein Tür vom Osten und ein Tür vom Westen, damit die Leute rein und raus von Al-Kaaba kommen. Warum hat er das nicht gemacht, sallallahu alaihi wasallam? Weil er Angst gehabt hat, dass die Leute, der hat Angst, vielleicht werden manche Leute den Islam verlassen, weil die Kaaba so geehrt haben. Man sagte, in vorislamischer Zeit, die Leute von Mekka, als sie Mekka verlassen haben auf Reisen, sie haben einen Stein von Mekka genommen und sie haben das getan und sie haben Tawaf um den Stein gemacht. Ja, aber heute haben wir in Karbala ein Kaaba. Und ein Najas. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb, Ahlus Sunnah, die haben Amr Ma'ruf Nahi Munkar mit Nasiha. Mit Ad-Dino An-Nasiha. Das ist unser Verhalten, dass wir Nasiha geben. Du darfst niemand, Allah subhanahu wa ta'ala sagt das im Koran, Allah wird kein Volk bestrafen, bis das Volk die klaren Beweise von Allah bekommen hat. Aber wenn die Leute nicht wissen, wie kannst du das machen? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Dann barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Die Muslime, die machen Nasiha für alle Leute. Die halten sich an die Regeln des Islam. Wie zum Beispiel Gebet.
Da geht man in die Moschee beten. Nicht, dass du Fußball anschaust. Heute, ah, spielt Deutschland, Entschuldigung. Jetzt? Jetzt spielt Deutschland oder später? Dann wird doch keiner hier. Ja, wallah, da war ja Allah alek. Was denkst du? Ich bin seit 19 Jahren Imam, nicht vergessen. Ich habe so viele Leute erlebt. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Das ist Barakallahu fikum, sagum Allah khairan. Sage in diesem Zusammenhang, Nasiha geben, halten an die religiösen Themen. Du sollst dich erstmal an die Religion halten, bevor du das von den anderen verlangst. Aber heute weißt du, einer sagt dem anderen, ja, zum Beispiel, ja, der macht etwas, was falsch ist. Der isst mit links selber. Zum Beispiel, der trinkt mit links. Und der sieht den anderen, der trinkt auch mit links. Er sagt, trink mit rechts. Abuda hat mir erzählt, der arbeitet Dönerladen, ja? Und er sagt, einmal in der Nacht kommt einer mit seiner Freundin, der küsst sie und er hat eine Alkoholflasche in der Hand und er kam rein betrunken und seine Freundin betrunken mit Alkohol. Dann hat er mir gesagt, ist das halal? Der Bruder hat ihm gesagt, ist das halal? Und das ist die Sache. Man will sich nicht an die Regeln halten und da will man von anderen allen. Fang mal bei dir an. Nicht bei den anderen Leuten. Bei dir an. Jeder muss mit sich selber abrechnen, bevor man mit den Leuten abrechnet. Dann barakallahu fikum, sagen Allah khairan. Alle Sunna halten sich an die religiösen Regeln wie Gebet, Fasten, Hajj und so weiter. Aber mit Wissen lernen und dann praktizieren. Dann barakallahu fikum, sagum Allah khairan. Ahle Sunna, die rufen zu Sunna auf in praktizierender Religion. Das wird Sunnen auch. Bete in der Nacht. Faste am Montag, faste am Donnerstag. Erfahrungsgemäß, wallah. Wenn du jung bist, mach das. Später wirst du alt, später wirst du krank. Du wirst das nicht schaffen. Ich rede von Erfahrung. Weil wenn man älter wird, dann ist es schwieriger. Wenn du jung bist, dann kein Problem. Du kannst viel machen. Du kannst rennen, raus, in die Moschee gehen. Da darf man nicht in die Moschee rennen. Aber du gehst, ja, in die Moschee und so weiter. Aber wenn du alt wirst, dann ist es schwer. Du hast hier Schmerzen und so weiter. Dann barakallahu fikum, sagum Allah khairan. Ahle Sunna, barakallahu fikum, zeigen Geduld. Zeigen Geduld bei Prüfungen. Ja, es gibt Prüfungen. Denkt ihr, dass ihr sagt, wir sind überzeugt und wir verinnerlichen den richtigen Iman und Allah wird euch nicht prüfen? Allah hat die Leute, die vor euch waren, geprüft und Allah wird euch prüfen, damit Allah weiß, wer der Wahrhaftige ist und wer nicht. Deshalb, man zeigt Geduld. Und wenn deine Prüfung größer wird und stärker ist, das heißt, dein Lohn ist mehr. Aber wenn du richtig bist, pass auf, bitte. Es gibt manche, die falsch machen. Und dann sagen sie, vor Allah Geduld. Nein. Wenn du richtig handelst und dann bekommst du eine Prüfung, dann inshallah, vor Allah Geduld wirst du belohnt. Aber wenn du falsch machst und schlimm tust und dann bekommst du etwas auf deinen Kopf, dann sag nicht, das ist Prüfung, das ist eine Strafe. Und das ist der Unterschied. Eine Person macht Sünden, macht Schlechtes. Und dann bekommt er etwas auf seinen Kopf. Es ist anders als derjenige, der nicht gesündigt hat und der nichts schlecht gemacht hat und der bekommt das. Das ist eine Prüfung und das ist eine Strafe. Und das ist die Sache. Wer sich viel aus dem Fenster auslehnt, ja? Oder auf oder aus? Auslehnt. Ich bin kein Auslehnt. Rauslehnt. Ja, mashallah alaikum. Ich brauche
5 Assistenten, weißt du, einer für deutsche Sprache, einer für arabische Sprache und einer, dass er mein Fuß hält. Das ist die Sache. Wer sich rauslehnt vom Fenster, dann sollte auch befürchten, dass er, sage ich jetzt, fällt, ja? Und diejenigen, die immer sagen, ja, wir sind da, jetzt haben sie ihre Rechnung bekommen, dann sollen sie, und vor Allah subhanahu wa ta'ala wird die Rechnung anders sein. Möge Allah uns bewahren. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, inna izam al-jazai ma'a izam al-bala. Der große Lohn kommt mit der großen und schweren Prüfung. Und wenn Allah ein Volk liebt, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dieses Volk prüfen. Wer sich zufrieden gibt, wird Allah mit ihm zufrieden ist. Und wer sich nicht zufrieden gibt, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm unzufrieden sein. Und das ist die Sache. Wenn du geprüft wirst, dann sei dankbar, wenn du keine Sünden begehst. Deshalb, wenn du geprüft wirst, erstmal, such mal, wo sind meine Sünden? Wo sind meine Fehler? Wenn du nicht findest, dann sei beruhigt. Allah liebt dich, inshallah. Ein Zeichen der Liebe Allah ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine Person prüft. Aber Ahle Sunna sagen nicht, oh Allah, bring mir Katastrophe, damit du zeigst, dass ich dich liebe. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, la tatamannau, das Hadith bei Bukhari Muslim, la tatamannau liqa al-adu, wünscht euch nicht die Begegnung der Feinde. Wenn ihr aber den Feind begegnet, dann seid fest und zeigt Geduld. Ja, aber ja, die sollen kommen. Ja, komm, mach alles, was du willst. Ja, ja, dann am Ende. Die haben alles gemacht, was sie wollten. Ja, und dann? Das ist die Sache. Wenn unwissende Leute, wal'iyazu billah, handeln, dann haben wir die Lage in Deutschland. Ahl-Sunnah, die haben immer Hoffnung. Die haben Hoffnung immer bei Allah. Die hoffen auf seine Barmherzigkeit. Und sie schöpfen die Gründe und Mittel aus. Beispiel. Ich gebe euch Beispiel. Barakallahu fikum jazakumullah khairan. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam könnte doch sagen, oh Allah, ich bin dein Prophet und du hast mir versprochen, keiner kann mir was tun. Der Prophet geht von Mekka raus vor allen Leuten. Der sagt, wer mich folgt, dann werde ich mit ihm das und das tun. Wieso hat er das nicht getan? Wieso hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das alles geplant und er hat alles versteckt gemacht, salawatu rabbi wa salamu alaihi? Weil das ist, dass du die Mittel ausschöpfst und dass du die Gründe ausschöpfst. Nicht, dass man die ganze Zeit in der Moschee sitzt nur so und sagt, ja, morgen werde ich Millionär. Morgen werde ich Millionär. Bleib. Du wirst am Ende nicht Millionär. Du bist am Ende, du bekommst Hausverbot von der Moschee hier. Ja. Ahl-Sunnah, sie danken Allah subhanahu wa ta'ala für Gaben, indem sie diese Gaben etwas dafür tun. Schau mal. Hast du Geld? Dank Allah für diese Gabe, spende. Hast du Kinder? Dank Allah für diese Gabe, erzieh sie nach Islam. Hast du gute Frau? Dank Allah subhanahu wa ta'ala, behandle sie gut. Hat die Frau einen guten Mann? Dank Allah für den Mann, behandle ihn gut. So ist das im Islam. Für jede Gabe gibt es eine Dankbarkeit. Wissen, vermittle das Wissen. Für jede Gabe, egal was du von Gabe hast, dann gibt es eine Dankbarkeit. Und die Dankbarkeit tust du, dann wirst du von Allah subhanahu wa ta'ala das bekommen. Und immer in Dunya aufpassen, bitte. In Dunya schaust du die Leute, die unter dir sind, in Welt, weltlichen Themen. Schau mal die ärmeren Leute, die nichts haben. Und bei Religion schau mal die Leute, die über deine Person sind. Das heißt, in der Religion schau mal die großen Gelehrten, wie sie waren. Al-Imam Ahmed kannte 1 Million Überlieferungen. 1 Million. Überleg dir. Und manchmal sagt er, ich weiß nicht. Wir haben in Deutschland, der kann kein Wort und der macht Fetwa. Ja,
Wir haben vor zwei Tagen eine Person gehabt, der hat den Propheten vom Islam ausgeschlossen, Leute. Wallah al-Azim. Der hat unseren Propheten vom Islam ausgeschlossen. Ja. Ich habe ihm gesagt, kennst du Ammar ibn Yasir? Der hat gesagt, wer ist das? Ich habe gesagt, als die Sahaba gegeneinander gekämpft haben, der hat gesagt, ich war nicht dabei. Und solche Leute machen Dawa. Ey, Allah al-Azim, wenn diese Leute Dawa machen, was kannst du machen? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb, in Wissen schaust du die großen Gelehrten. In Dunya-Themen, in weltlichen Themen, schau mal die Leute, die nichts zum Essen haben, die nichts zum Trinken haben. Schau mal deine Brüder und Schwestern, heute zum Beispiel, aktuell jetzt in Syrien, wie sie vergewaltigt werden, geschlachtet werden, was man mit den Kindern macht und so weiter. Und danke Allah subhanahu wa ta'ala für die Gabe, dass du nicht so lebst, aber mach für sie mit Gebet, möge Allah subhanahu wa ta'ala al-Assad vernichten und seine Soldaten und seine Unterstützer. Das ist die Sache. Mindestens Bittgebet für deine Brüder und Schwestern. Schaut mal, was dieser, ich weiß nicht, das ist kein Mensch. Wallah al-Azim, das ist kein Mensch. Ich weiß nicht, was diese Kreatur ist. Überleg dir, so kleine Kinder jetzt, dass jemand diese Kinder schlachtet. A'udhu billah, ich meine, ist das Mensch? Deshalb sei dankbar. Weil wenn du immer gierig wirst und du guckst die anderen im Bell, ja, der hat Auto, der hat Haus, der hat das, der hat das, dann wirst du nicht dankbar sein für die Ni'ma, die du hast. Any, es gibt Leute, die Haus haben und die Geld haben und die alles haben, aber vielleicht sind sie krank. Vielleicht haben sie Probleme mit dem Herzen. Vielleicht haben sie, es gibt Leute, die so reich sind, die haben niemals vor Allah subhanahu wa ta'ala den Kopf auf den Boden getan. Ist das nicht die schwierigste Strafe, dass er niemals Allah sagt? Aber viele Leute, die denken, die nehmen das nur materiell. Ahle Sunnah, die sind die besten, die Leute, die Charakter haben. Und das ist so schön. Bitte, 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 lernt dieses Wort. Auf Arabisch auch, wenn ihr könnt. Ahle Sunnati, a'arafun nasi bilhaq, wa arhamun nasi bikhalq. Ewol. Die Leute der Sunna, die auf dem Weg vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam sind. Das bedeutet, sie sind die Besten, die die Wahrheit kennen und das Wissen haben. Das bedeutet, und sie sind die Leute, die am meisten Barmherzigkeit zeigen mit den Geschöpfen. Ahlus Sunnati. Ahlu As-Sunnati. Okay. أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بخلق أو بالخلق بايدة كان بروبليم وإياك Sie sind Leute mit dem besten Benehmen. Der Prophet صلى الله عليه وسلم. Hört mal diese Überlieferung. Schön. Der sagt, أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. Hör mal zu. Der sagte, صلى الله عليه وسلم. Der sagte, die Leute, die mit dem vollständigen Iman sind, die sind die Leute mit dem besten Benehmen und Charakter. Das, weil dein Iman so stark ist, dann bewirkt das dein Benehmen. Dann hast du das schönste und beste Benehmen. So ist das. Aber Benehmen, was definiert ist in unserer Religion, nicht nach jedem sein Kopf. Nicht nach jedem nach sein Kopf. Und es gibt nichts Schweres. Es gibt nichts Schweres am letzten Tag in der Waage, wenn alles gewogen wird, als das gute Benehmen und gute Charakter. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ahle Sunnah, sie haben Ikhlas. Wenn sie etwas tun, dann tun sie das für Allah. Sie versuchen immer, nach Wissen zu suchen, damit sie das Gute tun, das Schlechte meiden.
Sie haben weiche Herzen und Barmherzigkeit. Sie sind bescheiden. Sie sind bescheiden. Sie zeigen immer Reue. Und sie bitten Allah um Verzeihung, Vergebung. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hat. Sie fürchten den Tag, an dem sie vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen abrechnet, sie, wenn sie einen Fehler finden bei den anderen, dann versuchen sie das zu korrigieren. Und wenn sie selber Fehler machen, dann fragen sie danach, wie sie es korrigieren können. Wenn sie Gutes sehen, dann unterstützen sie. Wenn sie Schlechtes sehen, dann unterstützen sie sie nicht. Sie haben kein Riebe. Sie lästern nicht. Sie verbreiten nicht üble Nachrede. Sie halten viel den Mund. Und sie reden nicht viel. Weil manche Leute bei jedem Thema muss ich Stellung nehmen. Das geht nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala so wahren. Sie verzeihen, vergeben. Sie spenden für Allah subhanahu wa ta'ala. Sie sind nicht geizig. Sie sind großzügig. Sie, barakallahu fikum, sie versuchen, die Muslime zusammenzubringen auf dem richtigen Weg. Und sie versuchen zu schlichten zwischen den Muslimen. Sie behandeln ihre Nachbarn gut. Auch wenn die Nachbarn keine Muslime sind. Sie behandeln sie gut. Sie sind gut zu ihren Eltern, sie sind gut zu ihren Brüdern, Schwestern. Und sie sind bescheidene Leute, die kein arrogante Leute sind und kein überhebliche. Aber was bedeutet überheblich, was bedeutet arrogant heute? Manche Leute verstehen das nicht. Wenn du ihm sagst, das ist falsch, was du machst, sag, warum bist du überheblich? So Allah. Ahle Sunnah und Jama'a versuchen, gut zu denken von ihren Brüdern, Schwestern. Und versuchen, nicht schlecht zu denken von ihnen. Sie versuchen, das Gute zu tun, wenn das auch wenig ist. Und sie meiden das Schlechte auch, wenn das Schlechte wenig ist. Das ist Barakallahu fikum, sagt Allah. Das sind allgemein bestimmte Charaktereigenschaften, die Ahle Sunnah al-Jama'ah. Aber für mich ist wichtig, dass ihr diese Sachen kennt. Wie ist dein Verhalten zu Allah, zum Propheten, zu Sahaba, zu Gelehrten? Wie ist dein Verhalten zu deiner Mutter, zu deinem Vater, zu deiner Frau und so weiter. Und das sind, barakallahu fikum, Grundlagen, was wir jetzt gegeben haben. Allgemein, ich sage, gut sein. Ja, wenn wir detailliert machen, dann brauchen wir für jeden, sage ich jetzt, 5, 6 Unterrichte, um alles zu erklären. Aber das sind Grundlagen, allgemeine Grundlagen. Das Schönste ist, alles zusammen, zu, sage ich jetzt, zusammenzufassen. Du bist Diener Allahs. Das. Punkt. Lerne, wie du Diener Allahs, richtiger Diener Allahs wirst. Und wenn du das hast, dann bist du der Beste, inshallah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Sallallahu ma'a nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sima kathira. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.